Ja, herzlich willkommen im Videoblog der Münchner Medienrechtskanzlei Knies und Albrecht. Mein Name ist Bernhard Knies. Und hier an der schönen Münchner Isar wollen wir Ihnen heute mal etwas über die Abmahnungen von Waldorf Frommer wieder erzählen. Eines der Themen, das unsere Mandanten immer wieder am meisten interessiert. Und hier wollen wir heute mal die Frage beleuchten, wie ist denn das eigentlich mit einem Vergleich mit Waldorf Frommer? Also wie schaut das aus, wenn ich quasi darauf verzichte, meine Verteidigung bis zum Ende durchzuziehen? Auf welche Art und Weise kann ich mich denn dann mit dem Büro von Waldorf Frommer und seinem Mandanten vergleichen? Ja, hier muss man zunächst mal unterscheiden. Es gibt eigentlich zwei verschiedene Arten und Weisen von Vergleichen. Einmal gibt es den Vergleich in der außergerichtlichen Phase eines Falles und dann einen Vergleich, wenn der Fall bereits vor Gericht gekommen ist. Die außergerichtliche Phase des Falles ist diejenige, die durch die Zusendung der Abmahnung gekennzeichnet ist und die dauert meistens sehr lange, nämlich fast 3 Jahre kann diese außergerichtliche Phase eines Waldorf-Frommer-Falles dauern, bis Waldorf dann irgendwann mal einen Mahnbescheid an Sie versendet. Damit endet die außergerichtliche Phase und es geht in das gerichtliche Verfahren über. Das sollte man sich merken, ab dem Zeitpunkt wird es meistens empfindlich teurer, weil Waldorf dann für die Anfertigung der Klageschrift die angefallenen Kosten, Anwaltskosten, die dann vor Gericht anfallen, natürlich auch einen höheren Betrag von Ihnen haben will. Also als Faustregel kann man sich mal merken, wenn man sich mit Waldorf vergleichen möchte, wenn man also der Meinung ist, in meinem Fall habe ich eher geringe Aussichten, einen Fall zu gewinnen, dann macht es eigentlich normalerweise Sinn, sich in der außergerichtlichen Phase eines Falles zu verteidigen und nicht erst abzuwarten, bis der Fall vor Gericht geht, weil dann wird es ja wieder deutlich teurer. In der außergerichtlichen Phase eines Falles kann man sagen, können wir normalerweise für Mandanten, die wir vertreten, immer eine Reduzierung der Forderung, wie sie also auf dem Papier steht, doch in einem ganz erheblichen Bereich erzielen. Das kommt dann immer auch ein bisschen auf die Umstände des Einzelfalles an. Wenn Waldorf sieht, dass er mit der Forderung sowieso keinen Erfolg hätte, weil etwa der Täter sich im Ausland befindet, dann geht es mal richtig weit nach unten. Und in Normalfällen lassen die aber auch schon einen guten Teil der Forderung nach. Wenn man also mal von so einem Normalfall von 1915 Euro ausgeht, etwa für eine Filmabmahnung, dann kommen sie doch ganz gewichtig nach unten, wenn Sie sich außergerichtlich vergleichen mit Waldorf. Wenn der Fall schon bei Gericht ist, dann sieht die Sachlage wieder ein bisschen anders aus, denn wenn wir jetzt mal uns überlegen, dass ein Fall im Wert von 915 Euro etwa von Waldorf zu Gericht gebracht wird, dann fallen Pi mal Daumen nochmal so 600, 700 Euro Anwalts- und Gerichtskosten für das gerichtliche Verfahren on top an. Und meistens wird Waldorf dann bei dem Betrag, den er haben will, auch etwas teurer. Zum Beispiel die Forderung, die eigentlich außergerichtlich bei 915 liegt, hebt er dann meistens auf einen Bereich von etwa 1100 Euro an. Und dazu kommen dann eben auch noch die Anwalts- und Gerichtskosten von 700, 800 Euro. Wenn man also sich vor Augen führt, dass ein Vergleichsbetrag, auch und zwar auch ein reduzierter Vergleichsbetrag in einem gerichtlichen Verfahren doch erheblich über dem liegt, was Sie außergerichtlich mit Waldorf erzielen können, dann liegt auf der Hand, dass es Sinn macht, zunächst mal genau zu prüfen, ja, macht es denn überhaupt Sinn, so einen Fall vor Gericht zu transportieren, weil sonst verbrenne ich ja nur zusätzliches Geld, wenn ich mich dann anschließend doch einigen muss mit Waldorf Frommer. Insofern ist unser Ratschlag immer, man sollte sich mal ganz genau überlegen, in der außergerichtlichen Phase eines Falles habe ich Chancen, den Fall vor Gericht zu verteidigen, dann sollte man es aber auch bis zum Ende durchziehen. Wenn nicht, sollte man sich in der außergerichtlichen Phase des Falles einigen, weil wenn man erst dann abwartet, bis ein Mahnbescheid oder die ganze Klage da ist, dann türmen sich die Kosten ja nur immer weiter auf. Und noch schlimmer wird es natürlich, wenn man einen aussichtslosen Fall dann vielleicht sogar noch in die Berufung mitnimmt, weil dann fallen noch einmal zusätzlich 1000 Euro an Kosten an, die ersichtlich unnötig sind, wenn man mit der Sache sowieso keine Chance hat. Insofern unser Tipp beim Waldorf-Vergleich, immer am besten so früh wie möglich. Wenn schon eine Klage da ist, muss man sich natürlich trotzdem auch überlegen, ob man sich mit denen einigt oder wenn man Chancen hat, ihn zu verteidigen,
dran, logischerweise kein Vergleich mit Waldorf. Ansonsten empfehlen wir immer, die Fälle einmal wirklich gründlich im Vorfeld zu besprechen. Wenn Sie so eine Situation haben, dann können Sie uns natürlich wie immer gerne anrufen. Wir bieten dazu eine kostenlose telefonische Erstberatung an.